Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie Sie sehen, sind wir gerade mitten in der Vorbereitung für die Eröffnung des neuen Rolf-Hollup-Museums. Das uns viele Antworten geben wird auf die Fragen, warum, woher und also. Wurde das Leben dieses unbedeutenden Politikers zum Beispiel stark beeinflusst vom Tod seiner ersten Katze? Mucki. Oder aber war der Weg vorgezeichnet durch das erste Handy der Familie Hollup aus dem Jahre 1832? Aber sehen wir weiter. Viele Menschen fragen sich aber auch, wie ist Rolf Hollup zu den Grünen gekommen? War es diese Blume, die ihm seine Freundin geschenkt hat, oder aber dieser herrliche Champagner, der ihn aus der Bahn geworfen hat? Wir werden es nie erfahren. Und Sie werden auch einen roten Freund von Hollup kennenlernen, so wie sein erstes Buch. Um aber auch einen Eindruck von Hollups künstlerischem Schaffen zu bekommen, haben wir Mundartgedichte vorbereitet. Klapfen zerdokeln. Nost Hurm dei Klapfen, lei Bokeln dei Wamp, net Rentel nei Lorn auf dem Popel sei Rampf, nes Liebeln, nes Dokeln, la Waffelt lei Korn. Nost obe Sekunden binden, Klapfen zerdokeln. We'll be right back.